Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cat und zu einem kurzen Nachtrag zur Blue Bricks Viper von Kampfstern Galactica. Das Set hier hat mir ja megamäßig viel Spaß gemacht, aber es hat eine eklatante Schwäche und das ist ja hier unten das Fahrwerk. Denn das klappt ja jedes Mal, wenn man die Viper da drauf stellt, einfach zusammen und ja, hält nicht, wie man hier sehen kann. Ich stelle es hin und schwupps, das Ding geht direkt nach unten und steht dann im Endeffekt auf dem Flügel drauf. Naja, ich habe mal gedacht, ich kram mal etwas in meiner Ersatzteilkiste und baue mir da was und zeige euch mal, wie meine Lösung dafür aussieht. Die ist recht simpel. Ich habe nur ein paar Teilchen dafür gebraucht. Und zwar habe ich einmal hier so ein kleines Technik-Eckteil. Na, fokussieren bitte. So eins, wo hier rechts und links so eine Achsaufnahme ist mit 90 Grad Winkel dazwischen. Das habe ich einmal gebraucht. Dann einmal so ein Steckerchen. Also einmal hier Pin auf Achse Steckerchen, ja. Und dann habe ich mir noch hier so ein Teilchen geholt. Das habe ich noch in meiner Kiste gehabt vom Bau des Millennium Falken. Das ist einfach so ein flexibler Stab. Und da habe ich mir dann ja so ein Stückchen hier mal abgeschnitten und einfach die Dinger zusammengesteckt. Also einmal Pin auf Achse reingeschoben und hier unten habe ich das Ganze dann dran montiert. Hier ist das kleine Stückchen von diesem flexiblen Rundstab einfach mal hier unten reingesteckt. Das funktioniert nämlich. Und dann stecken wir noch ja, das Ding hier einfach dort mit dran. Und im Prinzip war es das schon. Denn hiermit kann ich jetzt, wenn ich das ein bisschen ausrichte, ja, mein Fahrwerk abstützen. Das seht ihr schon, Moment, wie ich das meine. Und zwar so, also so wird das Fahrwerk, das ja einfach sonst nur sehr instabil hier dran hängt mit diesem einen, mit dieser einen C-Clamp. Und ja, dann klappt man es nach unten und dann wird es eben hier über den Flügel stabilisiert. Hier kann man es schön sehen und auch hier wird es über den Flügel stabilisiert. Und wenn ich den jetzt hinstelle, dann steht er. Und hier ist nichts mehr mit, ich stehe nur noch auf dem Flügel. Nee, er steht dann wirklich auf dem Fahrwerk. Und das war jetzt meine Lösung, die ich mir hier aus der Ersatzteilkiste sozusagen zusammengekramt habe. Hier vorne übrigens, der ist stabil genug. Also wenn die hinteren stehen, dann steht hier vorne das Fahrwerk auch. Aber eben die hinteren, die brauchen hier ein bisschen Unterstützung, damit es funktioniert. Also nur eine Anregung von mir, Freunde. Wenn ihr auch das Teil hier gebaut habt, was ja echt ein cooles Set ist, schaut euch gerne nochmal das Bauvideo dazu an. Dann könnt ihr das mit solch einfachen Mitteln dann hier nochmal, ja, sag mal, verbessern, damit auch hier das Fahrwerk das tut, was es soll, nämlich das Raumschiff halten. Denn wir dürfen bei allem nicht vergessen, dass hier sind Klemmbausteine und die regen eigentlich zur Kreativität an. Also, wenn irgendwas nicht passt, kramt in der Ersatzteilkiste, macht es passend und dann ist gut. So, mehr wollte ich nicht sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Upper Cat. Macht's gut.